jetzt kommt jetzt Paletten. So. Digga. Schade. Achso, du darfst doch nochmal Wände gießen. Wahrscheinlich. Warte mal. Die Palette Betonschalung, die brauche ich 4 Stück. Ist im Anflug. Danke. Da sehe ich Kai gleich. Beim Wendegießen nochmal. Also das Problem bei diesen Befüllding ist, durch die verschiedenen Gelenke kommst du irgendwann, wenn du dann, also ich sag mal so, wenn du ein Gelenk ausgefahren hast und du drückst dir zum Beispiel W, dann kippt er nach vorne. Ja? Hast du jetzt aber das zweite Gelenk ausgefahren und du drückst W, fährt er dann nach unten und nicht mehr nach vorne. Also die Bewegungsmechanik ändert sich mit verschiedenen Gelenken, die du rausführst. Und das ist halt das Komplizierte. Oh, Alter, mit was kommst du denn da alles an? Denn? Das ist der Rest. Dachziegel und so. Oh, wir sind bald am Ende. 80% des Hotels. Leute, bitte. Bleibt am Apparat. Nee, aber Kai, dann schieben wir nächstes Mal Handsimulator, sagst du, ja? Waffe nachladen und so, dafür lustig. Ja, das kenne ich, das habe ich mal gesehen irgendwo. Digga. Ja. Ich bin schon froh, dass ich nicht auf den Dingszug hier wie hieß dieses Game, wo die mit diesem Mittelalter, wo die da Jump'n'Run-mäßig da. Du meinst Alter 4? Ja, Bruder, ich bin so froh, dass ich da nicht mitgegangen bin. Ich wär so da will ich ja aussehen. Alt F4, hab letztens noch Senioren gezockt, hab ich gesehen irgendwo. Oh. Ist auch noch? So ein Seniorenheim haben die gezockt. Mhm. Ey, was ist das denn? Ich hab hier voll. Habe alles geklippt. Danke, Ehrenmann. Handsimulator ist auch, glaube ich, was, wo du wirklich. Junge. Ja. Da hat Jonas wieder genug zu tun. Verheilt. Und nebenbei macht er sich noch Sounds. Wie gechillt der da oben drin sitzt, ja keiner. Ist nicht normal. Ey, guck mal, das Kranfahren habe ich jetzt aber langsam drauf. Aber dieses Betonpumpen, das war ja Graschi sein Job. Ja, André, ist ja nicht schwierig. Da muss ja nur mit dem Knüppel rumspielen. Ja, aber nicht. Aber zum Glück hat er keine Alte da oben. Das weißt du nicht? Ich weiß, was das ekelhaft da oben ist, jetzt hab ich Kopfkino. Platz genug dafür ist definitiv. Warte. Da weiß ich, ob die auf Luft ist. Und Luft aus Gummi. Nein. Das, was du jetzt alles geholt hast, brauchen wir noch? Ja. Haben wir es ja gleich geschafft. Laut dem Auftrag, so habe ich gelesen. Am Baumaterial. Digga, Alter, wir. Wirklich, ein Hotel, 6,5 Stunden. Ist es deren Ernst? Ja, du hast es auch ganz schwer gemacht, kann das sein? Wieso, was ist, wo ist denn der Unterschied da? Ja, wenn du mit. Du kannst. Leicht, mittel und schwer. Ja. Laut dem Geldbetrag hast du es ganz schwer gemacht. Aha. Und was passiert, wenn du das leichter machst? Wo ist da der Unterschied? Wird da billiger. Ja, aber ich muss. Ja, du kommst halt weniger raus aus dem ganzen Auftrag. Ja, aber ich habe doch trotzdem die. Aber ich habe doch trotzdem. Ich habe doch trotzdem die Bauabschnitte. Das endet doch mit der Zeit. Also ich verdiene zwar weniger, aber trotzdem. Wird weniger auf. Ja, aber trotzdem habe ich doch die Baumaßnahmen gleich, oder nicht? Also von der Zeit her wird sich doch nichts ändern, oder ich verstehe ich es falsch? Nein, du hast dann weniger Bauabschnitte? Weniger Geld. Bauabschnitte, glaube ich. Ja, du musst wahrscheinlich nicht alles ausgießen oder nicht alles einzeln setzen. Also ich weiß, bei meinem Museum, was ich gerade gebaut habe, da musste ich sogar jetzt diese Säulen, die du hast, für einzelne Säulen ausgießen. Ey. Ich sag euch eins, wenn der Fahrstuhl nicht richtig lit ist, ne, den ich hier die ganze Zeit im Einbaue, ne, spring ich die scheiß Hotel also, in die Luft. Wenn du einen Fahrstuhl einbaust, dann muss doch alle 3 Tage gewartet werden, oder? Nein. So wie dein Kühlschrank, oder? Fertig Fundament.
Moment. Fertigfundamentholztafel brauche ich bitte. Hier. Weiter sind hier. Nee, das sind sicher? Zwei Stück? Ja, warte mal, die muss. Oder musst du die nicht. Die muss hier hinten hinlegen, hier wo du die Totäler stehen. Gestanden hast. Da musst du die hinstellen, die Bretter. Oh, einmal rum. Hier, wo ich aber mal, nee, Kai, die Fertigdinger stehen vor dem Haus. Oder? Was? Was stehen die denn? Hier stehen sie, hier stehen. Die Giebelteile. Oh, Ehre. Hier, wo ich stehe. Da hab ich grad bei der Kamera einschüttet. Ehre. Hier, wo ich stehe. Ja, ich hab sie gesehen, Mann. Ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Ja, das soll ich besser bezeichnen. Für mich sind das Giebel. Was denn? Die jetzt gerade anpackst, dann müsste das Giebel. Oder das Teil wird genannt. Mach mir nicht wuschig. Für mich. Und ich habe schon Dachpfannen gefahren. Ich habe die Pfanne heiß hier. Welche? Du sowieso immer. Unter. Nein, oh nein, und. Oh. Also, wenn jetzt der Arschkarte. Oh nein! Wo kriege ich denn jetzt den Punkt, wo ich das Ding greifen kann? Der ist in der Erde. Muss der mal Ding in der Erde. Oh no. Alter, ich hab nur gerade bei Kai im Stream gesehen, ich sau mit abgehauen, ey. Bevor man am Kopf fällt, ey. Wie? Kannst du mal den LKW wegfahren? Welche stell mal die Pumpe um. Ey, warte mal. Oh, ey, es kann nicht wahr sein. Es fällt die Scheiße runter. Ich bin gerade. Alter, ich hab die nur geistig runtergesehen. Ich sag, ich bin hier am Arsch. Aber da siehst du mal, wie robust dieser ist. Das ist deutsche Qualität. Was ist denn das amerikanischer? Nein, ich meine das Giebelteil. Ja. Während er da rummacht, hole ich das nächste Teil. Zeit. Damit auch runter. Ah, jetzt bin ich ja drin. Ah, nein. Warte mal. Nein. Zurück. Ja, ich hab mich vertan. Man redet gerade von seinem Sexleben, der Kai. Scheiße hier. Oder in dem Fall nach rechts. Mann, ich hatte die Kamera falsch. So, jetzt. Schön verliegt. Ja, toll, aber ich habe da keinen Punkt, wo ich das Ding anheben kann. Hier, wo ihr jetzt immer. Doch, hier, da. Ja, okay. Warte mal, jetzt habe ich das Ding jetzt hier. Jetzt mache ich das Ding erstmal. Punkt, warte. Ruhe bewahren. So, jetzt bin ich sicher. Ruhe bewahren, Schock bekämpfen. So, jetzt setze ich das Ding hier oben erstmal ein, was ich eben schon probiert habe. Nein, ich fahre den nach ganz hinten. Komm. Und das hinten. So eine Scheiße, Junge. Ruhig. Drück A. Ruhig. Dass ich ganz genau machen müssen. Ja, nee, weil er eben auch nochmal nachgeschwankt hat. So. Und deswegen ist dieses Unglück passiert. So, und jetzt muss ich den irgendwie da unterkriegen. Okay. Vorsicht. Mit Schwung drunter. Ja, so. Yeah, Junge! Ja, jetzt musst du mal da wegkriegen, ne? Ja, oh, hab ich. Alles heile. Was los? Alles heile. So, Versuch Nummer 2. Unter der Baustelle. Oh. Und was jetzt? Holzbalken,
Bla bla bla. Dann kann ich die nämlich gleich hier. Oh, gleich haben wir es geschafft. Ich bin so froh. Bin so froh. Ich freue mich auf mein Bett. Dieses Hotel fertig ist, Junge. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Dachziegeln. Boah, hoffentlich gibt es eine richtig geile Animation, wenn das fertig ist. Die Betonmischerpumpe brauchen wir nicht mehr, Kai, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Betonmischer kann auch weg. Was ist mit der Asphalt? Nee, die Asphaltwalze gehört. Ja. Die Asphalt, genau, eins habe ich gekauft, beziehungsweise zwei Sachen habe ich gekauft. Ne, drei. Aber nur eins, ne, zwei Sachen sind hier, ja. Die Walze und der MAN, das ist meiner. Was mache ich denn jetzt hier gerade? Ich würde ja sagen, du lässt die baumeln, aber. Ja. Safe. Baumel vom Rand. Vom Asphalt. Ah ne, selbst wollte ich dafür ein. So. Zuerst nicht die Balken und dann. Ist egal. Promidum. Wo ist die hin? Hier. Ach da. Daher. Oh. Aber das Kranfahren habe ich jetzt mittlerweile. Ist auch so zwei Aussetzer. Schattenpuff. Meine Pokémon. Halt, das gehört hier nicht hin. Das ist verkehrt. Oh, mein! Oh, ey. Dann kommt der aber auch ins... Hier hin, ne? Ja, ja. Also wenn der so mit seiner Anaconda schwingt, Wochenende. Ja. Mann, was ist das? Manchmal, dein Ding... André, geht's dir gut? Warum? Ich frage nur aus Sicherheitsgründen. Na, wenn du seit halb drei wach bist. Oh, bin ich auch. Ich bin sachte. Das war eben gerade nur ein Aussetzer. Ey, Mann. Seit fast 7 Stunden krane ich mir hier einen zurecht. Wenn der so sein Ding schwingt am Wochenende, ey, wie der Ding hier am Kran. Ja, Junge. Dann haut die Freundin freiwillig ab. Ja, André, du weißt doch nicht, wie Kais Freunde das haben möchte. Ja, vielleicht muss ich keinen ein Kostüm anziehen, Bauarbeiterkostüm und dann. Ja, ich würde sagen, da gehen wir lieber nicht ins Detail. Es ist sehr faszinierend, dass ihr bei Bausimulator auf irgendwelche Sexgeschichten kommt. Faszinierend, nur weil ihr so einen Kran schwingen seht, Alter. Ihr müsst mal vögeln, Mann. Ja, ich bin Donnerstag 3 Wochen dran. Perfekt. Zeit. Donnerstag in 3 Wochen. Baumeln lassen oder was? Bruder. Also 4 Tage nonstop. Oh, bitte keine. Ich muss das hier noch fertigstellen. Oh, ich bin so froh, wenn dieses Hotel steht. Das kann sich keiner vorstellen. Ich habe ja Angst bei anderen Baumaßnahmen. Es kann doch nicht deren Ernst sein, dass ich 7 Stunden an so einem Hotel baue. Ja, warte mal, wir können nächstes Mal die Biogasanlage machen. Du musst auch noch so ein Hotel bauen, ne? Ja, aber dann muss wirklich mit Leuten sein, dass man so wie wir zum Schluss jeder seine Aufgaben da gemacht hat, damit das vorangeht. Weil zum Schluss sind wir ja die letzten 40% wirklich super schnell vorangekommen. Also dass zum Beispiel dann andere schon mal Rohmaterial holen, während der andere mit dem Kran die Sachen da hinfährt und bla bla. Sonst kannst du das hier... Das dauert sonst viel zu lang. Sagt, ich baue das Museum gerade noch im Singleplayer.
bin jetzt gerade mal zweite Etage. Ich habe letztens noch einen Transport gemacht. Diesen Container. Ich bin gespannt, ob es ein Richtfest gibt. Ey, Leute, ich arbeite seit 6 Stunden und 40 Minuten an diesem Hotel, Mann. Und gleich ist es fertig. Ich bin genauso gespannt. Du hast da oben einen Sonnenbrand, ja? Ja, ist ja egal, aber trotzdem bin ich gespannt, ob es hier nichts spoilern, wer was weiß. Ich bin einfach nur gespannt. Du liegst da oben, lässt dir die Sonne bräunen, den Pelz bräunen und bist am Stöhnen, ey. Du standst 2 Stunden lang da im Wald rum, was willst du denn? Ja, sorry, ich hab die Vögel zugeguckt. Ja, ja. Ich hab Fotos gemacht. Ja. Oh Mann, Alter. Wenn der so auf dem Bau arbeitet im Real Life. Das soll doch schnell gehen, oder nicht? So, also, was brauchen wir noch? Die 2 hier. Oh, wir sind bei 90%. Ich kann es nicht fassen. Sie, ihr seid genauso aufgeregt wie ich. Ich weiß es. Also, rein theoretisch müsste es ja fertig sein. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch ein Bauabschnitt dazu... Also... Das ist der letzte sein. Das ist der letzte? Ernsthaft? Ja, ich habe nachgeguckt. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ich puller mich gleich ein auf den Nobelshare. Ruhe. Letzte Palette. 6 Stunden 43 Minuten. Dann machen wir die BGA. So, ich bin gespannt, komm. Bist du auch dabei mit der BGA? Ja, aber nicht mehr heute. Nein. Biogasanlage. Heute bestimmt nicht mehr. Ich gehe ins Bett. Da musst du nämlich ausbaggern. Ja, kannst du mit 2 Kippern am besten machen. Ich kann mich erinnern, dass ich vor 6 Stunden auch ausgebaggert habe. Und Rampen gebaut. So, warte, jetzt. Jetzt kommt der große Moment. Mein Gott. Also bei mir steht noch Beton gießen. Ja, bitte nicht. Baustelle räumen. Oh mein Gott. Er muss weg. Du? Nee. Ja. Ich stehe auf Seite, ich bin mir gerade schön. Ich muss auch noch weg.